Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich wollte heute mal ein paar Worte loslassen zum Thema Kapitalismus. Ja? Wieso redet der Bormann über Kapitalismus? Naja, es gibt so Wahlplakate, da steht dann drauf, lauter Krisen, eine Ursache, Kapitalismus. Ziemlich platt, oder? So, dann müsste man ja jetzt erstmal rauskriegen, was ist denn dieser Kapitalismus, von dem diese Jungs da sprechen. Hm? Und dann kann man das Problem ja auch gezielt angehen, wenn man es verstanden hat. Ne? Also wenn das die Ursache für die Krisen sein soll, bitte, dann wollen wir jetzt erstmal wissen, was Kapitalismus heute bedeutet. Hm? Dazu verabschieden wir uns jetzt einfach mal von Karl Marx und seinem Klassenmodell von den Arbeitern und denen da oben, ja. Wir brauchen ein neues Modell und das sieht ungefähr so aus. Es gibt eine globalistische Elite, die versammelt sich beim World Economic Forum. Dort sind die leitenden Kräfte der weltgrößten Unternehmen versammelt, um ihre Lobbyinteressen zu bündeln. Und wenn die sich dann entschieden haben für ein neues Geschäftsmodell, dann wird dieses Geschäftsmodell in Form eines sogenannten Narrativs umgesetzt. Bei all den Narrativen, die wir so in den letzten 20 Jahren gehört haben, vielleicht auch schon davor, ging es eigentlich immer um Zerstörung und Wiederaufbau. So, es sollte eigentlich den gleichen Effekt haben wie das, was sie früher gemacht haben, diese Kriege. Man fällt einfach irgendwo ein, plündert, raubt, macht alles kaputt, bereichert sich selbst, tötet die Menschen und so weiter. Das passiert heute auch. Aber sie sind etwas vorsichtiger geworden in der Wahl ihrer Methoden, damit sie nicht sofort im großen Scheinwerferlicht stehen und man ihnen aus Butterbrot schmieren kann. Hallo Leute, ihr seid heute die Kapitalisten, die diese Krisen mutmaßlich absichtlich verursachen, um davon zu profitieren. Und deswegen würde ich jetzt, wenn ich diesen Kapitalismus meine, den wir heute sehen, den es zu beseitigen gilt, einfach noch immer das Wörtchen Narrativ davor schreiben. Ne? Lauter Krisen, eine Ursache, Narrativkapitalismus. Finden Sie nicht gut? Ich finde das gut, ja, weil diese Geschichten sind nichts anderes als neue Geschäftsmodelle. Von den Flüchtlingsströmen haben Leute profitiert, von den Klimastories haben Leute profitiert, von den Corona-Stories gibt es Leute, die profitieren. Und es hat immer mit unfassbarer Zerstörung zu tun. Ja? Sie dürfen das auch gerne als Krieg bezeichnen. Der Krieg ist die Fortsetzung der Geschäfte mit anderen Mitteln. Habe ich letztens, glaube ich, gelesen bei Bertolt Brecht an der Wand beim Besuch seines Hauses da in Buko. Im märkischen Oderland da in der Ecke. Ja, also, der Krieg ist die Fortsetzung der Geschäfte mit anderen Mitteln. Da wären wir bei dem Kapitalismus, den wir heute sehen. World Economic Forum, fette Lobbyorganisation dahinter, die beschließen die Geschäftsmodelle und diese Geschäftsmodelle sind nichts anderes wie Krieg gegen die einfache Bevölkerung. Und diese Leute sind anzugehen, massivst. Ja? Und ich habe davon leider auf den Wahlplakaten noch nichts gesehen. Ich weiß ja, dass Lernen wehtut. Ja? Also mal drüber nachzudenken, ob man noch richtig liegt mit seinen Gedanken oder so. Also die Gedanken von vor 100 Jahren helfen uns heute wirklich kein Stückchen weiter. Wir müssen von gestern auf heute schließen und Parallelen ziehen. Ja? Wie heißen diese Schlüsse nochmal? Diese Parallelschlüsse? Na, ich komme jetzt nicht aufs Wort, aber Sie wissen, was ich meine. Okay. Also. Lauter Krisen, eine Ursache, Narrativkapitalismus. Klaus Schwab, World Economic Forum und diese ganzen Gangster drumherum, die das alles betreiben. Ne? Kontrollierte Opposition auch nicht vergessen. Das sind diese ganzen NGOs, die darum herum die Narrative befeuern, mit ein bisschen Logik versehen, damit das nicht so unglaubhaft aussieht.
Ist es aber meistens, wenn man ein bisschen bohrt. Kriegen sie auch alles raus. Lernen tut weh. Stellen sie sich der Situation. Dann ist das eben so. Wir müssen viel dazulernen als Gesellschaft im Moment, damit uns das, was uns gerade hier überrollt, nicht nochmal passiert.